Und damit herzlich willkommen zu einem, willst du das Headset mal kurz vielleicht wegtun? Ich weiß weil nicht, was du mir damals bist, warum willst du mir das so? Ja, ich will es nur nicht auf dem Kopf tragen. Heute, SML-Spieltag Nummer 3. Falls ihr euch fragt, wo ist Nummer 2? Der ist bei mir auf dem Kanal in der Videobeschreibung. Das heißt, guckt vielleicht erstmal den Spieltag 2 an, bevor ihr den seht, weil ich werde jetzt gleich spoilern. Wir haben 3-0 gewonnen. Der Chat hier ist schon wunderbar. Ich glaube, das sollte man sogar ein bisschen sehen können. Wir spielen heute gegen Ele und Kai mit ihrem Team Leberkastadur. Und ich glaube, das Matchup ist einigermaßen okay. Ich sehe hier im Lead, ich merke gerade, die hätten höchstens den hier als Rocker. Ich weiß nicht, ich finde seinen Namen gar nicht so bad eigentlich so. Ich weiß nicht, wenn Moody ist ja gebannt, ne? Moody ist... Oh, Entschuldigung, ich hatte das an, damit ich die Nachricht mitbekomme. Alles gut, alles gut. Gebannte Fähigkeiten, ja, Gefühlswippe, Moody ist gebannt, das heißt, Octillery kann er schon mal nicht haben. Mit was werden die liegen? Mit irgendwas U-Turn? Eigentlich nicht, ne? Warum kommen da so viele jetzt von? Oder warum talken die so? Mit was würdest du liegen? Oder ich würde halt mit Wemon liegen, weil wir... So will ich mit Floramon leaden, weil wir haben Fire Switchen nicht wirklich so richtig. Wir haben, klar, wir haben Garurumon oder so, aber wir werden, glaube ich, nicht mit dem Affen leaden. Naja, also ich weiß nicht, ich würde halt mit was leaden, was halt irgendwie schneller als alles sein könnte, was nicht Scarf ist. Also Sabaleomon will ich mir auf jeden Fall aufbewahren, weil wenn das safe reinkommt, dann claimt das potenziell einen Kill. Also kann ich mir doch vorstellen, dass sowas Bugs Scarf sein könnte. Ja, möglich, aber das ist fein. Wir haben immerhin dann Floramon. Wir können auch mit Wemon liegen, ist eigentlich okay. So. Dann würde ich auch sagen, liegen wir mit Wemon. Aber dann... So. Das sieht aus wie eine Nachricht von mir. Okay, die liegen sogar in Liga 1 saugt. Da haben sie absolut recht. Liga 2 ist besser. Ich würde straight, glaube einfach auf den Crash gehen. Ja, kann man machen. Ich will Schaden drücken. Die sind tatsächlich wieder Full Speed. Das ist fein. So. Die könnten jetzt resten. Mhm. Wir könnten. Wir könnten Rapid Spin, falls sie jetzt Rocks legen wollen. Ja, und danach sind wir schneller als sie konnten. Kommen wir Rapid Spin. Falls sie jetzt rocken, dann haben wir sie straight wieder weg. Safety first. Oder die werden halt resten, was auch sein kann. Boah, da kommen jetzt ein paar. Okay, wir machen hier Public Viewing. Ich weiß nicht, entweder killen sie uns jetzt, weil sie halt schneller sind, oder sie legen Rocks und dann haben wir sie straight wieder weg. Oder sie resten und dann ist aber auch... Oder sie resten, aber das ist dann auch eigentlich okay. Ja. Ich würde bei Rapid Spin bleiben. Weil ich weiß nicht, wenn sie resten, die werden, nee. Okay. Die greifen an, das ist voll fein. Weil, ich würde sagen, wir können jetzt eigentlich... Ja, Bakumon, oder? Ich will erstmal in Bakumon gehen, oder? Ja, komm, wir können Bakumon gehen und eigentlich Shadow Ball machen damit. Gegen Flawgis. Die Frage ist, was wir dann in Flawgis wechseln. Die waren auf jeden Fall wohl Full Speed, beziehungsweise halt genug, um seinen Dharma zu outspeeden. Oder wir gehen hier rein und drücken einmal Hyper Voice. Können wir auch machen. Ich finde doch, Hyper Voice ist ein guter Play. Wir haben auch gesehen, Scarf sind sie ja nicht. Das wäre krass gewesen. Das heißt, wir können einfach Hyper Voicen und sollten auch gegen Octillery machen wir guten Schaden. Oh, das ist das ein Pyro? Moment. So, gegen... Heißt Octillery einfach Octillery? Ja. Jungs, Streak Room. Das ist ein... speziell defensives Octillery. Wir haben eine Roll. Wir haben eine gute Chance, dass wir One hätten. Aber... Also jetzt zu Two hätten. Ja, wir haben eine gute Chance, aber ich weiß nicht, ob ich die Wasserattacke hier riskieren möchte. Tu mal, dass er 51% hat. Ich habe 51, hab HP. 5, 1. Okay. 62 ist mir, weiß nicht, ich will mit dem behalten und wir haben mit Floramon eigentlich einen guten Switchen. GG. GG? Aber mit dem kann man auch nichts machen.
Sludge Bomb, oh, okay. Und die kriegen auch nochmal Poison, das ist jetzt natürlich ein bisschen ärgerlich. Okay. Ja, nee. Dann hätte ich jemand, der die Kills mitschreibt. So. Die könnten jetzt eigentlich halt relativ safe in Kronjuwild gehen. Ja, oder sie Sludge Bomben nochmal. Verlieren sie nichts. Naja doch, die verlieren ja. Gut, das Ding ist halt auch wieder. Ich hab's Gefühl, die gehen jetzt halt entweder in Kronjuwild oder in Skuntank. Ja, dann würde ich. Ich glaube, ich würde. Will ich Leech ziehen? Und das ist halt, dürfen wir nicht. Giga Drain auch nicht. Die gehen halt jetzt entweder in Skuntank oder in Kronjuwild. Das Ding hat vor allem auch Jump Kick. Wollen wir es riskieren und zurück in Zauberliamon gehen? Naja, wir wissen nicht, ob es Graf ist. Das nervt mich. Das Ding? Nein. Also, Kronjuwild? Richtig. Ja, aber er macht uns höchstens auch mit Jump Kick und dann können wir in Barkamon gehen eventuell. Okay. Das wäre eine Möglichkeit. Würde ich da nicht reinwerfen. Oh, Entschuldigung. Ja, was machen wir? Ich bin für Sabaleon. Okay. Okay, bleiben sie? Nein, oder? Nein, gehen in Skuntank. Okay. Jetzt will ich gucken, Skuntank. Geh mal. Das Ding hat keine gute. Das heißt, Full KP, Worst K, oder was das Worst ist. Wir können eigentlich ganz guten Schaden machen, das kann uns nicht so viel. Ich würde einfach Fireblasten. Ja, aber ich glaube, das Crew hätte jetzt auch auf jeden Fall Artillerie. Okay, die sind schneller, weil. Scarf. Dann ist da das Scarf drauf. Und das heißt, wir sind mit unserem Affen das schnellste Mann auf dem Spielfeld. Wir haben uns die mit Poison Jab geflincht. Das ist ein Kingstein. Nein, ich glaube, die Fähigkeit, oder? Stench? Ich glaube, das ist. Als ob. Es hat eine 10% Chance zu flinchen. Duftnote, oder? Nee, oder? Oh doch, wow. 10%. Ja, unlucky, aber. Ja, okay, dann gehen wir in Garurumon, oder? Um die Giftattacke abzufangen. Okay. Oder Barkamon. Ja, komm, wir gehen in Garurumon. Und wahrscheinlich Gift? Natürlich! Oh Mann, also 10% Flinch, ernsthaft? Du hast doch gesehen, wie ich schaute mich die letzten Tage mal. Oh mein Gott, Alter. Rocks? Rocks. Rocks. Ah, das war kacke. Weil das Ding wäre weg gewesen und wir haben jetzt unnötig, oder was heißt unnötig? Wir haben wirklich komplett unnötig den Schaden gefressen, weil ich hätte gerne den Schaden gegen ein totes Ding getradet. Aber es ist gerade nicht ganz so gut. Ah, Duftnote. Kann man, spielt man das wegen dem, oder? Danke. So, Ja, jetzt denken wir nichts mehr, aber. Nee, tun wir nicht, dann würde ich einfach Salrock. Und dann können wir in den Affen gehen. Wir sind schneller, weil ich habe extra auf dem Scarf-Dings gespeedcreept. Die Frage ist, ob wir mit Close Combat killen. Denke schon. Primate. Erst ein E. Hä, was? Erst vor dem A ein E. Okay. Na, aber Close Combat killt nicht. Ist es denn Full HP? Achso. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber seit. Wie viel hat. Sechs. Wie viel hätte der Cell Rock? Lycanroc. Wir haben 24 gemacht. Die haben ein bisschen KP-Investment. Ich würde wahrscheinlich in Dings gehen und dann U-Turn. Und dann sind wir in der Range. Dann können wir in Barkamon gehen, aber. Okay. Das ist unlucky as fuck. Aber wir wissen schon mal, dass sein Kronjuwild nicht Scarf ist. Ja. Deswegen U-Turn wir und jetzt. Damit ist der Affe der schnellste Mann im Spiel. Ja, voraus. Aber ich glaube eher, dass sie jetzt in. Ja. Das Ding reingehen. Okay, killt sogar die U-Turn. Gut.
können die wieder einfach ins Grundkampf gehen. Ne, wir haben Anger Point. Das ist leider, wenn sie uns critten. Das war jetzt ganz geil. So, wenn die uns critten, dann können wir einfach noch kurz combatten. Ja, wenn die uns irgendwie Ja, nee, ich glaube, ich würde halt jetzt tatsächlich in Sabaleomon, dann gehen die wahrscheinlich ins Guntank oder so wieder zurück. Mhm. Und dann würde ich Floramon wahrscheinlich sacken. Ja. Es bleibt da nicht viel übrig. Der Flinch war halt super unlucky, weil erstens ist diese scheiß Skuntank noch da und unser Leomon, unser Sabaleomon hat schon ordentlich was gefressen. Was mich hätte sein, also was mich so hätte den, sein. Den Schaden, der ist okay. Den hätten ja. wir ja eh gefressen, aber... Aber das jetzt, da, sonst ist halt auch das Ding der schnellste Mon, wenn Skuntank weg ist. True. Poison Jab, die haben keinen stärkeren Move, glaube ich, um uns zu hitten. Ja, da ist Skuntank back. Die haben... Nee, Schaufler sind definitiv nicht. Das kann Knuddler? Natürlich kann das Knuddeln. Ja, genau. Es stinkt hier mit dem Knuddeln. Ja, der will auch lieber erfahren. Würde ich Floramon sacken. Ja, und gucken mal, was sie sich locken. Bringt ja nichts. Will da nicht drin bleiben. Crunch! Okay. Cool. Okay, dann. Wir gehen einfach auf Gigadrain. Die killen uns eh. Ja. So. Da jetzt Crunch ist, können wir aber zurück in Nanimon gehen. Nani! Mhm. Wollen wir Throat? Ne, es bringt ja nichts gegen. Dann kann das Ding höchstens sich auf Moonblast gehen. Nein. Oder gehen wir auf U-Turn? Könnte killen, aber wenn die halt in Floette gehen, dann machen wir nicht viel gegen Floette. Aber ja, komm, lass Close Combat. Ne, die Second Octillery, okay. Kriegt der Affe seinen zweiten Kill. Okay, Floette ist halt noch nervig. Mhm. Ah, ich hasse diesen Flip. 10%, weißt du? Wer ist ja wenigstens 20, aber ja. 10. Die 10% ficken mich momentan eh immer. Das ist true. Deswegen, ich beschwere mich gar nicht mehr. Das ist einfach okay. Ich akzeptiere das Pokémon Showdown. Laden Kai und Eli nicht auch hoch? Weiß ich nicht. Okay, ich hoffe mal. Da ist Floette, ja. Das war halt klar. Ich glaube, ich würde in Barkemon gehen. Wir brauchen tatsächlich nicht viel KP auf Barkemon. Ja. Kommt ein Moonblast. Ja, da kommt ein Moonblast. Der crittet auch nochmal. Yay. Wollen wir Shadow Ballen und dann Skuntank risken? Noch ein Moonblast. Und jetzt kommt der Special Attack Drop. Ich sag. Ich glaube, ich würde Mystical feiern. Ja. Weil. Ja, es hat sogar Synthese. Ich würde nochmal Mystical feiern, einfach um den Damage Output zu minimieren. Ja, und so dann. Geht. Ja, es ist kacke gelaufen, alles. Also, da lag es nicht mal unbedingt am Teambuilding. Und nochmal. Weil dann können wir mit Sabaleomon wieder Fireblasten, ganz gut. Okay, jetzt finde ich es nicht mehr so lustig. Okay. Okay, schade. Ich dachte, machen wir vielleicht eventuell Skuntank noch ein bisschen Schaden. So, jetzt haben die hier ein volles. Das heißt, wir müssen jetzt hier reingehen. Und Fireblasten. Und Fireblasten. Ja, das Problem ist, wir haben, wir kommen gegen Floette nicht an. Weil wir leider keinen Gangshot drauf haben. Und wenn die das jetzt nicht gerade abwerfen sollten, dann, die einzige Chance ist, dass wir jetzt tatsächlich drin bleiben. Aber so wie ich uns kenne, müssen wir jetzt gleich noch den Fireblast. Das Ding ist, die müssen halt noch ein bisschen damit rechnen, dass wir, die werfen jetzt wahrscheinlich den Affen ab, weil die müssen eigentlich ein bisschen damit rechnen, dass wir einen Gangshot fahren. Aber das war kack. Skuntank ist halt dieses Kackproblem gewesen noch. Ich
hasse es. Aber ist okay. Ich habe mich damit abgefunden, dass wir auf meinem Kanal verlieren und bei Emmy gewinnen. Naja, nicht wenn es um 10% Chancen geht. Mich würde halt mal interessieren, ob die Duftnote einfach... Oh, cool. Macht aber auch nicht mehr so viel. Wish. Protect. Okay. Jetzt sollen die unsere Feuerblast aus. Können wir den Burn kriegen? Bitte. 6 haben wir. Wir haben halt auch noch einen Flammenwurf, so ist es nicht, aber... Ich glaube eher, dass sie einmal nachgucken wollten, aber da hätten sie eigentlich auch Synthese drücken können. Vielleicht critten wir. Ja, jetzt wird wieder Dings kommen. Machen wir mit dem Affen nicht mehr, ne? Wir machen halt immer mehr Schaden. Irgendwann sind wir eventuell in der Range, wo vielleicht Close Combat ausreicht. Und das ist jetzt unsere letzte Hoffnung. Also die dürfen das eigentlich nicht low rausgehen lassen. Wenn die low rausgehen lassen können, ich weiß nicht, was. Oder die wollen einfach auf den Miss hoffen. Die wollen wahrscheinlich auf den Miss hoffen. Ich würde aber ganz schön frech, wenn die da auch hoffen. Ich weiß nicht. Die werden protecten, aber uns bringt's halt nichts hier reinzugehen. Wir machen dem niemals irgendwie Schaden. Ja, wir können U-Turn und dann wieder im Fireblast gehen. Das bringt nichts. Wenn wir jetzt U-Turn, dann kriegen wir darauf einen Moonblast und riskieren einen Drop. Weil wenn ich jetzt hier reingehe, die protecten. Das Problem ist, dass unsere Fireblast leer gehen und wir daran verzweifeln werden. Wir können nichts anderes machen. Ja, okay. Kann man hier dann nicht? Können wir nicht einfach critten? Für Giga Dynamax. Ich will einfach, was macht ein Crit? 25 oben drauf, 77. Wir brauchen den Kryon, Emmy. Genau. Der Kryon. Ich meine, wir haben an sich auch nochmal eine Hyper Voice oder einen Flammenwurf, was ein bisschen weniger Schaden macht. So ist nicht, aber. So, wir haben jetzt noch einen Fireblast. Ich würde ihn trotzdem. Oder werden die jetzt. Oder sollen wir ein Dings gehen? Keine Ahnung. Wir gehen halt hier rein und dann U-Turn und. Ja, ob wir den Fireblast jetzt verdingsen oder gar nicht mehr benutzen, ist eigentlich egal. Ja, wir müssen jetzt rauswechseln. Gut ist es auf minus 4, das heißt, wir tanken nicht mehr so viel. Ja, jetzt kommt Moonblast, aber der macht halt immer viel Schaden. Das hat nochmal Anger Point als Fähigkeit, wenn wir einen Drop bekommen, ne? I mean. Wait, warte. Ist das wirklich von Razov der. Kurzschluss, oder was? Nee, Volltreffer mussten wir riskieren. Nee. Newton trotzdem. Wir können ihn da noch drücken. Ich glaube, höchstens das Einzige, was uns noch retten könnte, ist, wenn wir jetzt irgendwie mit Skuntank eventuell ankriegen. Ja, dann, Hyperboisen wir, ne? Okay. Oder Flamethrower für die Burnshaws? Für die Burnshaws. Aber dann können die halt potenziell ins Simis hier gehen. Okay, dann. Wobei da aber wahrscheinlich 2 ausreichen. Simis hier gegen Pyro. Ja, Flamethrower reicht da und die können, glaube ich, wegen 95 nicht so viel spielen. Film sparen wir aufkommen. Kein Drop! Dann ist er endlich. So. Das Spiel können wir jetzt eine Weile spielen. Wir haben eventuell noch eine kleine Chance. Wir haben eventuell noch eine kleine Chance. Na, das ist gut, dass wir so viel auf Mystic Fire gegangen sind. Okay. Ja, das sacken sie den Affen. 48. Ja, das ist gut, dass wir Rocks belegt haben. Das Ding ist. Ja, das Ding ist allerdings, wenn wir das Ding jetzt killen, gehen sie ins Skuntank. Ja. Und wenn die ins Skuntank gehen, müssen wir auswechseln. Ja.
Oder den Second. Und eigentlich weiß ich nicht, ob ich den Second möchte. Vor allem, weil da halt immer noch das Ding ist. Das heißt, wir brauchen das da eigentlich noch. Ja. Deswegen würde ich auswechseln, einen Move tanken. Wie tanken wir den? Das ist noch ein Misshoffen. Das ist die Chance, wie wir halt noch eventuell gewinnen. Okay, wir können jetzt noch einen Kill holen. Sunny Day. Aber der hat keinen... Nee. Okay. Sourcebug? Hat das Chlorophyll? Wie heißt das Kronenbild? Ja, das hat Chlorophyll, okay. Ja, gut. Dann. Aber die werden auch schneller mit den Dings sein, natürlich, als wir. Ja, komm, wir holen uns, glaube ich, einfach mit. Du hast Combat einen Kill. Ja. Und gehen zu den Sourcebug. Ja. Haben wir noch irgendwie eine Chance? Nee. Ich glaube nicht, nee. Wir können höchstens auf U-Turn gehen und irgendwie versuchen, die Sonne zu ausstallen, aber ich denke mal, dass die auch die 8 Runden drauf haben. Ja. Deswegen killen wir jetzt lieber einfach hier. Ja, es war generell ein unluckyes Match. Wir haben tatsächlich ein bisschen Hexy abbekommen, aber mein Gott, kann man nichts machen. Egal, aber freut sich wirklich. Richtig. Ich meine, ein normaler Tag hat es nicht wirklich. Ich bin enttäuscht, dass ich die falsche Form spiele. Die Eisform muss man spielen, die Winterform. Ja, richtig. Who knows? Vielleicht müssen sie einen Jumpkick, falls sie den haben. Und, okay, die haben Stomping Turn. Und dann, mich würde wirklich mal interessieren, ob Duftnote geplant war. Oder ob, ob die einfach vergessen haben, die Fähigkeit zu ändern. Das würde mich wirklich mal interessieren. Weil das ist halt die erste Fähigkeit und ich glaube, du willst halt eher Finalschlag. Ja, aber ich finde trotzdem Finalschlag eigentlich besser. Für 10% Flinch-Shows will ich das eigentlich nicht nehmen. Ja, naja. Okay, die geben alles weiter. Das heißt, auf meinem Kanal wieder munter verloren. Das ist schön, ein gutes Omen. Ich darf nämlich gleich gegen Marius im GBW spielen. Ich meine, ich bin eh durch, aber ich kann es eventuell Marius noch versauen. Und da der mir auf meinen Twitter-Post heute nicht geantwortet hat, dann hat er das auch verdient. Nächsten Spieltag läuft es hoffentlich wieder besser. Wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Spieltag bei Amy. Ja. Bis tschüssi. Dann. Hi und willkommen zur Endcard. Danke, dass du dir das Video angeschaut hast. Und ich würde mich natürlich auch über eine positive Bewertung freuen. Und mein Dank gilt auch den Kanalmitgliedern, die hier jetzt aufgelistet sind. Vielen lieben Dank an euch, dass ihr den Kanal supportet. Links kannst du jetzt meinen Kanal abonnieren, falls du das noch nicht getan hast, und das empfehle ich wirklich. Und rechts kommst du auf ein Video, welches nach YouTubes Meinung jetzt am besten zu dir passt. Also mal gucken, was YouTube so über dich denkt. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wunderbaren Resttag und man sieht sich hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.